Einer der Top-Spots am Windenbach ist direkt hinter dem Café. Und da gehen wir jetzt direkt mal hin mit der Stippe hier an diese Stelle. Also raus mit der Stippe und wir testen hier an dieser Stelle auf alles, was geht. Wir haben hier an der Stelle Lauben, wir haben Haseln, wir haben natürlich auch Rotaugen und Barsche. Wir kriegen hier aber auch mal Giebel dran und bis hin zum Schuppenkarpfen, der hier mal reinballert, geht hier in diesem Bereich. Und ich würde sagen, wir benennen mal das hier als Spot von hier bis zur Brücke. Und dann haben wir auch fast schon wieder zwei Spots in einem. Denn ob man sich jetzt hier hinstellt und es testet oder dann einfach nochmal 10 Meter weiter hier rechts, macht den Kohl nicht fett. Also ja, es macht den Kohl fett, weil hier können andere Fische stehen als da vorne am Anleger. Aber um das zu testen, kann man auch mal eben hier rüber gehen. Dann wirft man da ein bisschen aus. Wenn nichts geht, geht man mal ein paar Meter weiter rechts. Auch das zählt natürlich dazu zum Testen der Spots. Und was ist hier das Gute? Das Gute ist, wir sind sofort am Camp. Das ist für die Lauffaulen immer richtig gut. Da habe ich immer Glück, wenn hier an der Stelle was geht. Hinporten zum Windenbach, sofort ans Wasser gehen, gar nicht viel rumlatschen, tipptopp. Ich stehe jetzt hier gerade extra mit dem super feinen Starter-Set oder mit der Stippe sozusagen, die man anfangs ja am Start schon bekommt. Und die Stippe, die befüttern wir jetzt mal einmal mit Caster. Ich habe hier noch einen 18er Haken drauf und dann testen wir mal, ob hier mit dem Caster was funktioniert. Wir müssen, wenn wir mit der Pose rumhantieren, noch ein bisschen mehr beachten, als wenn wir hier einfach nur die Grundruten auswerfen. Auch das kann man natürlich hier richtig gut machen. Das heißt, wir können einfach die Grundruten auswerfen mit den üblichen Ködern, also mit Wurm oder mit dem Mistwurm, mit Zuckmücke, mit Caster, mit Köcherfliegenlarve. Also ähnlich wie in den anderen Videos hier zum Windenbach auch. Es sind immer ähnliche Köder. Auch das funktioniert natürlich hier, beziehungsweise auch da drüben. Bei der Stippe ist es so, wir müssen ja noch die Komponente der Tiefe, der Köderpräsentationstiefe sozusagen, die müssen wir noch mit bedenken. Und wenn wir hier gezielt Fische rausziehen wollen oder eine Chance haben wollen, was zu fangen, müssen wir wissen, auf was haben diese Fische hier Bock. Ich habe dazu schon ein Tutorial-Video gemacht, ich verlinke das auch nochmal. Wir versuchen es jetzt hier mal auf Hasel. Sensationell guter Fisch. Hasel fängt man gerne so zwischen 30, vielleicht bis 50 cm Tiefe. Also ein bisschen tiefer als jetzt so die Laube zum Beispiel. Die ist ja immer richtig schön flach, oder auch Frosch immer schön flach auf 17 cm. Flacher geht es dann gar nicht mehr. Und Hasel dann eher so in dem Bereich, ja, so 35 stelle ich immer ganz gerne ein. Funktioniert auch immer ganz gut. 35 cm Tiefe. Wichtig ist, das muss dann natürlich auch noch haken, das Ganze. Und das kann anfangs, ja, mit dem Anfänger-Setup schwierig sein. Deswegen kauft euch gerne mal hier diese etwas besseren Haken. Die sind schon mal ein bisschen schärfer als das Standardding. Hakengröße zwischen, na, ich sag mal so ein 18er bis 16er Haken ist gar nicht verkehrt für die Hasel. Es kann dann natürlich sein, wenn ihr mit einem 16er Haken hier seid, dass ihr dann sowas wie diese Laube, ich habe jetzt gerade eine Laube gefangen, dass ihr die dann schlechter hakt. Und dann passiert eben das, was jetzt gerade passiert ist. Es beißt sozusagen zwar dran, aber ihr kriegt den Fisch halt nicht angehakt. Auch eine Komponente ist dann natürlich, dass man eh schon nicht so eine ganz gute Qualität vom Haken hat. Das heißt, der ist nicht ganz so scharf. Man muss hier schon viel rumprobieren. Und man muss auch ein bisschen Frust mitbringen oder frustresistent sein. Denn das wird anfangs halt beim Stippen öfters mal passieren. Na, komm schon. Beiß an. Denn irgendwann hat man es drauf. Irgendwann weiß man, wie es geht. Jetzt zuppelt da gerade einer und er will nicht so richtig. Vielleicht ist es ein Rotauge. Ob ich den jetzt noch gehakt bekomme? Ich versuche mal.
Schnur nochmal. Ne, tiefer geht nicht. Der zuppelt jetzt und doch gehakt bekommen. Okay. Also richtig schön runterziehen lassen erst und dann anhaken und zack. Da ist auch der Zielfisch Hasel. Immerhin so einigermaßen maßig. Ich meine, ab 80 Gramm müssten die maßig sein. Und im Idealfall sind die dann so um die 200 Gramm, 180 Gramm. Das bringt dann auch richtig Kohle, ganz gut XP. Dann lohnt es sich richtig. Also hier an der Stelle testen auf Grund natürlich. Wie bisher auch an den anderen Spots, einfach locker ausgeworfen. Wie gesagt, mit den Wurmködern läuft es in der Regel ganz gut. Dann kann man hier natürlich mit der Pose testen, immer wieder auch mit der Pose. Das ist hier eine der wichtigsten Posenstellen, speziell auch für Hasel. Und man kann natürlich auch hier mit dem Spinner richtig gut hantieren. Das heißt also, wie man es auch im Tutorial macht, hier auf Barsch mit dem Spinner einfach auswerfen. Ich gucke gerade mal, habe ich noch das Starter-Set, die Starter-Route. Hier ist sie, Spinning. Und ich tue hier mal den oder einen der Spinner drauf. Und zwar Dragonfly Bell hat man anfangs. Diesen hier. Ja, das lohnt sich auch immer wieder. Also locker flockig auswerfen, durchkurbeln. Es muss gar nicht so schnell sein, sondern in verschiedenen, zack, und schon hat man Biss. Also eine absolut gute Stelle, um auch hier Spinning zu pushen. Denn das funktioniert auch hier richtig gut. Und auch hier ballern verschiedenste Brocken rein. Hier kann Rapfen reingehen, was richtig kritisch werden kann mit diesem Setup. Rapfen, große Döbel, Barsche, das sind so die Hauptfische, die man eben beim Spinning hier rausziehen kann. Das heißt, wenn ihr Bock habt auf Spinning und damit hier ein bisschen was rausziehen wollt, ist das hier an der Stelle auch immer wieder gut. Später im Level oder später, wenn man ein bisschen höher ist von den Leveln, zack, kann man auch gut hier an der Stelle, beziehungsweise hier an der Stelle, hatte ich vor einiger Zeit die Barsch Trophy gefangen. Barsch Trophy ist eine Qualifikation. Barsch Trophy kann man auch hier fürs Fangbuch als Trophäe, wie gesagt, wenn man das Fangbuch hier abschließen will, dann braucht man eben auch die Barsch Trophy am Windenbach. Also Barsch Trophy ging hier auch auf Kickback Rig ganz gut. Lohnt sich also auch. Jetzt gucken wir mal hier, kriegen wir da noch was gezogen? Ich glaube, der ist schon wieder abgehauen, ne? Also, die Stelle hier prädestiniert, Top Spot, direkt wie gesagt hinterm Café. Und das Schöne ist, man kann mal eben hier schnell ins Café reingucken. Was brauche ich noch? Ich brauche hier noch vielleicht ein paar Kaulbarsche, die kriegt man hier bestimmt auch. Ein paar Güster könnte man vielleicht auch noch kriegen. Also nimmt man sich diese schnell gefangenen Kaffeeaufträge. Und das hier, das lässt man komplett außer Acht, denn die Wahrscheinlichkeit, sowas hier zu fangen, ist super gering. Wenn dir das Ganze geholfen hat, Daumen da lassen fürs Video, Kanal abonnieren nicht vergessen, damit du auch die nächsten Gewässer-Tutorials nicht verpasst. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri.